Dieses Thema ist jetzt mal wieder eins von denen, die dich dein ganzes Leben lang begleiten werden, nämlich das richtige Runden von Dezimalzahlen. Damit wirst du bestimmt ewig noch beschäftigt sein und deswegen ist es gut, wenn du es jetzt gleich am Anfang schon lernst. Also hier steht, bei periodischen Dezimalzahlen wird kein Runden benötigt. Ja, das ist so im Grunde richtig. Also zum Beispiel, wenn du jetzt so eine Zahl hast wie 1, Periode 3 oder meinetwegen auch Periode 3, 6. Ziehen wir den Strich nochmal komplett drüber. So, dann wird meistens eben gesagt, okay, hier wird nicht gerundet. Wenn hier gerundet wird, dann wird meistens so gerundet, dass gesagt wird, okay, das wäre ja gleich 1,3636. Und wenn man das dann runden würde, dann kommt es eben darauf an, auf welche Stelle man das rundet. Zum Beispiel auf die Einerstelle. Die Einerstelle ist das, was hier vorne steht, die 1. Wenn ich das darauf runden würde, dann wäre es einfach nur 1. Wenn ich es auf die Zehntelstelle hier runden würde, dann wäre es 1,4, weil hier hinter die 6 kommt. Ich erkläre das aber gleich nochmal in Ruhe. Nur, dass du schon mal siehst, bei diesen periodischen, da ist es ja eh schon meistens irgendwie relativ schnell abbrechend, sodass man dann 1,36 Periode hat und wenig Ziffern nach dem Komma. Hier wäre es meistens so, dass man dann sagen würde, okay, wenn ich das runde, dann runde ich das hier auf Hundertstel, also auf die 6. Was steht rechts daneben? Eine 3. Eine 3 ist kleiner als 5, also runde ich hier ab. Es bleibt also bei der 6. Somit wäre das hier 1,36. Aber dadurch, dass es periodisch ist und dann sowieso nur zwei Stellen nach dem Komma stehen, zieht man dann hier einfach noch diesen Strich drüber und dann passt es ja auch. Manchmal kannst du jetzt aber hier auch Zahlen haben, und das kommt jetzt hier im weiteren Text, nämlich abbrechende Dezimalzahlen, die erst nach dem Millionstel oder vielleicht sogar noch später abbrechen. Also sowas hier. 2,568243,5,6. Sowas ist sehr ungünstig, wenn man sowas jetzt hier bei einer Lösung oder in deinem Matheheft schreibt, weil man kann nicht so richtig erkennen, was ist das jetzt eigentlich für eine Zahl. Viel besser wäre es, wenn man die runden würde, dann wäre das auch aussagekräftiger. Also wenn du zum Beispiel jetzt hier auf, ich sag mal, einer runden würdest, also auf die Zahl hier vorne, dann würdest du gucken, was steht direkt hinter dem Komma. Da steht eine 5. Also ist die Zahl, die nach dem Komma hier steht, ist größer gleich 5. Sie ist 5 oder größer. Also würdest du hier auf 3 aufrunden. Macht man aber meistens nicht, dass man hier direkt auf 1 aufrundet, sondern man rundet dann meistens auch wieder hier auf Hundertstel, also auf die zweite Nachkommastelle. Also musst du schauen, was steht hier für eine Zahl rechts daneben. Diese Zahl ist größer gleich 5, also könnte man jetzt hier eben 1 aufrunden. Die 6 wird aufgerundet auf 7, also hat man hier insgesamt 2,57. Du siehst also, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Hat man entweder so eine periodische Sache, dann braucht man meistens gar nicht runden, oder man hat abbrechende Dezimalzahlen, dann macht es eben Sinn zu runden, aber dann kommt es darauf an, auf was du runden möchtest. Also auf einer, Zehntel, auf Hundertstel, auf Tausendstel, auf Zehntausendstel und so weiter. Wir haben jetzt hier Steffen und Jonas und die beiden unterhalten sich darüber, nämlich dass eine Luftmatratze hier, die Jonas gekauft hat, mit 2 Meter angegeben war. Aber als Jonas dann nachgemessen hat, hat er festgestellt, dass es nur 1,95 Meter lang ist. Und jetzt fragen die beiden sich, ob hier das Ergebnis gerundet wurde. Okay, nehmen wir uns das doch einfach mal zur Seite. Und wir haben ja hier 1,95 Meter. Und angegeben wurde es mit ungefähr 2 Meter. So, also 1,95 Meter und es wurde angegeben als 2 Meter. Wie wurde hier gerundet? Also, hier wurde auf diese Einerstelle gerundet. Denn wir würden dann jetzt hier einfach rechts daneben gucken, was steht da für eine Zahl? Da steht eine 9. Die 9 ist größer gleich 5. Das heißt, sie ist 5 oder größer. Eine 9 ist größer als 5. Also im Grunde erfüllt es dann jetzt hier diese Bedingung größer gleich 5 und dann wird nämlich aufgerundet. Aufrunden. Und aufrunden bedeutet in dem Fall, dass man die Stelle, die wiederum links dann daneben steht, also die 1, um eine Einheit erhöht. Und somit wird hier aus der 1 eine 2. Und weil ja die 9
jetzt schon sozusagen am Ende von dieser Aufrundungskette steht, danach kommt ja nur 10 und 10 ist ja dann genau dieser Sprung auf die 2, hätte man denn theoretisch jetzt hier 2,00 stehen und deswegen würde man jetzt hier einfach schreiben, ist also 2. Dann, weil man jetzt eben diese Nullen rechts vom Komma weglässt. Also stellt jetzt hier Steffen fest, dann wurde die Längenangabe auf einer oder Zehntel gerundet. Also auf einer, das war uns ja eben gerade klar. Ich schreibe es nochmal hin. 1,95. So, jetzt wurde auf einer gerundet hier. Aber Steffen sagt, es wurde auch auf Zehntel gerundet. Die Zehntelstelle ist ja diese Stelle hier. Wenn ich jetzt auf Zehntel runde, muss ich mir die Stelle rechts daneben angucken und das ist 5. 5 ist größer gleich 5, denn 5 ist gleich 5 und somit wird aufgerundet. Bei den Zahlen 0, 1, 2, 3 und 4 wird abgerundet und bei den Zahlen 5, 6, 7, 8 und 9 wird aufgerundet. Die 5 gehört dazu und deswegen wird aufgerundet. Wenn man jetzt also hier feststellt, dass bei der 5 hier aufgerundet wird, dann muss man eben wiederum die Zahl, die links jetzt steht, um eine Einheit erhöhen. Da die 9 aber nach der 9 nur eine 10 kommt, würde hier draus auch beim Runden 2,00 werden. Also 2. Das ist eben genau das Ding. Manchmal können, egal auf welche Stelle man sich vorgenommen hat zu runden, unterschiedliche Zahlen kommen. Und das musst du dir, nicht unterschiedlich, sondern dieselbe Zahl beim Runden eben kommen. Und das kann eben manchmal so sein, wenn die Konstellation so ist wie hier. Also wenn jetzt hier zum Beispiel eine 9 steht und dahinter eine 5. So, gucken wir uns nochmal ganz kurz als Beispiel nochmal 2, 3 weitere Zahlen an. Zum Beispiel 3,145. Wenn man das jetzt auf einer rundet, also auf diese Stelle hier, dann würde man gucken, wie ist die Zahl rechts daneben. Das ist eine 1. Eine 1 ist kleiner als 5, also wird hier abgerundet. Somit würde man dann, wenn man hier rundet, bei 3 landen. Wir können es aber auch auf die 10. Stelle hier runden. Das ist die 1. Dann gucken wir auf die Zahl rechts daneben. Das ist eine 4, also wird hier auch abgerundet. Somit wäre das 3,1. Wir können auch die 100. Stelle runden. Dann müsste man gucken, welche Zahl steht rechts neben der 4, das ist eine 5, also wird aufgerundet, ist also 3,15 und so weiter. Also mehr Stellen gibt es hier natürlich nicht und deswegen passt das soweit. So, wenn du jetzt hier sowas hier hast, 1,999 und es soll jetzt auf die 1000. Stelle hier gerundet werden, beziehungsweise nehmen wir doch, ja, dann würde ich nochmal eine 9 hier dazufügen, hätte man jetzt hier nur eine 10.000. Also soll hier auf die 1000. Stelle gerundet werden, dann müsste man sich angucken, welche Zahl steht rechts daneben, das ist eine 9, also wird aufgerundet. Somit würde hier aus dieser 9 eine 10 werden. Und somit schleppt sich das hier bis nach ganz vorne, also wäre das gerundet 2. Egal, auf welche Stelle man hier runden wollen würde, es wäre immer 2, weil diese 9 sozusagen am Ende der Kette stehen. Okay, wir üben das Ganze jetzt aber auf jeden Fall in den anderen Videos nochmal in den Übungsaufgaben. So, und in deinem Übungsheft steht jetzt also eigentlich nichts von dieser E, aber ich dachte mir so, wenn wir schon alle Stellen machen, dann machen wir doch die einfach auch nochmal mit. Und deswegen kommen wir jetzt hier auch noch mit dazu. Da geht es nochmal um die 10er Stelle, also haben wir das jetzt hier sozusagen. Rechts und hinten lassen abgehakt und jetzt